guten Morgen zusammen, oder ja, schon fast Mittag. Da die letzte Nacht nicht so schlafintensiv war, hatte ich mich entschieden, einfach mal einen ganz ruhigen Morgen angehen zu lassen und dann entspannt loszufahren, und zwar Richtung Kap Arkona. Jetzt sehe ich gerade diesen Parkplatz hier. Der ist ja klasse. Das ist nicht mein Ziel, aber wenn man sowas entdeckt, muss man natürlich auch mal kurz drauf fahren. Nicht von schlechten Eltern. Mal lesen, was hier für Schilder stehen. Sonst wäre das ja auch mal ein schöner Stellplatz für eine Nacht. Naja, was ich euch sagen wollte, ist, dass ich jetzt unterwegs bin zum Kap Arkona. Das Wetter ist eigentlich super, strahlend blauer Himmel, nur es ist doch sehr windig, wenn nicht sogar leicht stürmisch. Wir haben 5 Grad in der Sonne, klar, ist angenehm, aber ohne Wintersachen definitiv noch nicht zum draußen rumlaufen bzw. Fahrrad fahren. Also, wenn euch das gleich weiter interessieren sollte mit dem Kap Arkona, bleibt dran. Bei diesen schönen Alleen und der Aussicht, die immer wieder Richtung Ostsee schweift, zu beiden Seiten und nach vorne, ist auch die Fahrt schon immer sehr schön. Jetzt kommen auch hier über Land meine heißgeliebten Kopfsteinpflasterstraßen. Mir tut das immer in der Seele weh, was der Bulli dann an allen Ecken und Kanten knarzt und knackt. Aber das ist halt noch Standard hier, ne? Jo, das sieht hier nicht nach Kap Arkona aus, ist mir schon klar. Aber ich bin jetzt hier in Lüttgewitz oder Fernlüttgewitz und habe gerade hier den Herrn gefragt, ob ich hier bei ihm vorm Haus parken darf. Das ist hier mehr oder weniger eine öffentliche Parkfläche, aber fragen sollte man trotzdem. Und der sagt, das ist kein Problem. Der Grund, warum ich hier parke, sind ungefähr 3 Kilometer entfernt, würde ich sagen, ist, dass die für ein Wohnmobil 15 Euro nehmen pro Tag. Und 15 Euro Parkgebühren finde ich ja unverschämt. Also, rauf aufs Rad, ab zum Kap. Ja, und hier an diesem Teich starte ich jetzt Richtung Kap Arkona. Das hier ist zum Beispiel das Ortsschild Fernlüttgewitz. Und ich muss erstmal in die Richtung. Also der Wind ist echt heftig heute. Jetzt kommt er gerade mal so ein bisschen von der Seite, schräg von der Seite vorne irgendwie, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall sehr kräftig. Dort in der Ferne sind schon die 2 Leuchttürme zu sehen. Und dieser kleine, ja, das ist dann das Kap Arkona. Und da geht es jetzt erstmal zu dem Turm rechts, glaube ich. Und dann arbeiten wir uns nach links weiter vor. Hier steht es auch nochmal schön. Herzlich willkommen am Kap Arkona. Das nenne ich mal moderne Räderhäuser. Moderne Bauform mit klassischem Dach. Schöne Lösung. Was ich auch ganz toll finde, dass diese Strecken hier für den öffentlichen Verkehr gesperrt sind. Also nur für die Anwohner oder die Urlauber, die direkt hier vor Ort was gebucht haben. Schöne kleine Kirche und das Kopfsteinpflaster rüttelt mich förmlich warm. Und hier ist der Rügenhof. Der soll einen Besuch wert sein, werde ich auf dem Rückweg eventuell noch machen, aber vielleicht auch nicht. Mal sehen, weil ich bin ja nicht unbedingt zum Einkaufen hier. Sehen gibt es überall was. So, kleine Planänderung. Wir fahren jetzt erst in das Fischerörtchen Fied. Ja, ich bin jetzt hier in der Weißen Kapelle in dem Fischerörtchen Fied oder Fit. Und zu dem Ort gibt es keine Gründungsurkunde. Finde ich eigentlich ganz interessant. Und den Sagen nach, oder den nordischen Sagen nach und den Berichten des dänischen Geschichtsschreiber Saxo Grammaticus, hört sich auch schon so merkwürdig an, gehörte Witt
schon im 10. Jahrhundert als Hafen- und Handelsplatz zur slawischen Burganlage Arkona. Und wenn das so lange nicht geschichtlich erwähnt ist, denken wir mal, das war hier gut versteckt, weil das dort ist das ganze Örtchen. Ich versuche gleich noch ein besseres Bild zu kriegen, aber nur um schon mal einen ersten Eindruck zu bekommen. Und jetzt gehen wir auch noch eben rein in die Weiße Kapelle. Und die kämpfen momentan für die Erhaltung und sammeln deswegen auch Spenden. Ja, ihr habt gemerkt, ich habe in der Kapelle dann auch gehört zu quatschen, so wie es sich gehört und ausdrücklich auch nochmal beschrieben war. Jetzt fahre ich weiter dort runter in den kleinen Fischerort und hoffe nicht ganz weggepusht zu werden. Ja, und jetzt drehen wir eine kleine Runde durch den Ort. Lecker. Das ist echt schnuckliges Örtchen hier. Nochmal in die andere Richtung. Passt nicht. Jetzt muss ich einmal absteigen. Und hier geht's weiter. Ah, ein Dorfbrunnen. Ja, und jetzt wird man mich gleich wieder nicht mehr verstehen. Schönes Fleckchen Erde. So ein bisschen erkennen kann, geht es jetzt dann Richtung Kap Arkona. Das Nordkap der Deutschen, sagt man ja. Aber ist auch beeindruckend hier. Auch von hier wieder so ein kleiner Zwischenstopp, beeindruckende Bilder. Und ganz unten unter dem Felsen an der Küste laufen welche her. Da sieht man mal wieder diese Dimensionen. Oder kann sie sich halbwegs vorstellen. Ja, direkt hier vor mir haben wir jetzt den Marinepeilturm. Und dafür halte ich mal kurz an und gucke mal auf meinen schlauen Zettel hier. Der wurde 1927 in Ziegelbauweise erbaut und diente als Seefunkfeuer. Von 1911 bis 1925 waren entsprechende damals wegweisende Versuche vorausgegangen. Durch die Abstrahlung gerichteter Funkwellen die Navigation speziell für die 1909 eingerichtete Eisenbahnfährlinie Sassnitz-Trelleborg zu verbessern. Die technischen Einrichtungen wurden 1945 zerstört und
und in den 90er Jahren, also 1990, wieder saniert. Der ist ungefähr 23 Meter hoch und hat 111 Stufen. So, genug erzählt. Einmal ein bisschen gezoomt. Und dann geht es auch gleich schon an den Turm. Wenn möglich. Jo, und da direkt vor uns ist jetzt dann das Naturdenkmal Kap Arkona, wo die Slawen vor mehr als 1000 Jahren schon ihre Festungsanlage erbaut hatten, die dann von den Dänen erobert wurden. Mittlerweile ist einiges davon schon dank der abstürzenden Küste in der Ostsee verschwunden, aber ein Teil halt auch noch zu sehen. Und den schauen wir uns jetzt, wenn möglich, an. Ja, und hier ist das Ganze in seiner vollen Pracht und Schönheit. Ist die alte Signalanlage oder Leuchtfeueroptik heißt es. Und das Gelände drumherum. Und hier passend zu dem Sandfestival, was demnächst wieder ist, das Ganze einmal in Sand. Ja, was gar nicht mal so alt ist, aber auch ganz interessant finde ich, ist hier die Marine Bunkeranlage. Die wurde erst in den 70ern, 79 steht hier, genau, 1979 erbaut und im Jahre 86 für die Führung eines Atomkriegs fertiggestellt. Und am Tag der deutschen Wiedervereinigung wurde der Bunker dann stillgelegt. Dann hat er nur 4 Jahre gehabt. Aber, naja, Atomkrieg brauche ich nichts weiter zu sagen. Aber ist schon interessant, das ist noch gar nicht lange her. Da wurde dann noch fest mit gerechnet und solche Anlagen gebaut. Sollte einem vielleicht mal zu denken geben. Aber sowas Ernstes, braucht man nicht auf solchen Kanälen hier diskutieren, glaube ich. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. So ein kleines Stück hinter diesem Arkona-Denkmal ist die alte Nebelsignalstation. Ich würde sagen, auch sowas wäre interessant, sich mal anzuschauen. Vielleicht wird das ja irgendwann auch was. Im Moment sieht es noch nicht danach aus. Ja, und hier sind nochmal die Ausgänge der Marine Bunkeranlage zu sehen. Hier in dem Schinkelturm, der von 1826 ist, ist die Außenstelle des Standesamtes Nordrügen. Finde ich immer schön, dass die so in diesen historischen Gebäuden auch heiraten können. Ja, mit diesem Blick in die Ferne möchte ich dieses Video Kap Arkona jetzt beenden. Mir hat es sehr gut gefallen hier. Ich würde es das nächste Mal zu Fuß machen, weil die Radwege sind schon recht ruppig, aber durchaus machbar. Aber zu Fuß wahrscheinlich doch angenehmer. Ja, ich hoffe, euch hat es auch gefallen und möchte mich jetzt mit dem Blick in die Ferne von euch verabschieden. Macht's gut, euer Markus.